Setzen Sie ein. Verben im Präteritum trennbar. Er dachte nach. Er drehte es um. Er zog sich um. Wie bereitetest du dich vor? Las sie es ihr vor? Er stellte es sich vor. Er fuhr ab. Sie holte ihn ab. Er nahm ab. Wann fing er an? Wann kam sie an? Sie machte das Licht an. Wen rief sie an? Womit hörte sie auf? Er räumte sein Zimmer auf. Sie hörte ihm zu. Er machte die Tür zu. Sie stand auf. Er sah müde aus. Wo ging er hin? Sie lud mich ein. Er schaltete das Licht ein. Er sah oft fern. Wo kam sie her? Wann fuhr sie los? Was brachtest du mit? Machte oder machten sie mit? Nahm er dich mit? Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!
Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Fragen woher, wo und wohin an und dazu das Wort Büro. Rechts findet ihr die Lösungsmöglichkeiten. Setzen wir ein. Woher kommst du? Ich komme aus dem Büro. Wo bist du? Ich bin im Büro. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. Ich arbeite im Büro. Und noch einmal. Woher kommst du? Ich komme aus dem Büro. Wo bist du? Ich bin im Büro. Wohin gehst du? Ich gehe ins Büro. Ich arbeite im Büro. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Bis dann. Ciao. Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben werden und lassen genauer an. Zuerst die Sätze. Nach einer Unterhaltung ist sie durch einen Anruf gestört und ist plötzlich böse. Jemand hat sie wohl nicht in Ruhe. Und die Lösungsmöglichkeiten? A. Worden, B. Geworden, C. Gelassenen, D. Gewordene, E. Gelassen und F. Lassen. Setzen wir ein. Nach einer gelassenen Unterhaltung. Gelassen wird hier als Adjektiv verwendet. Ist sie durch einen Anruf gestört worden? Und ist plötzlich böse geworden. Worden steht, weil wir das Verb gestört als Partizip 2 haben. Das ist passiv, perfekt. Ist böse geworden, ist das Vollverb werden plus Adjektiv. Jemand hat sie wohl nicht in Ruhe gelassen. In Ruhe lassen, das ist das Verb lassen im Perfekt, Vollverb. Und jetzt noch einmal. Nach einer gelassenen Unterhaltung ist sie durch einen Anruf gestört worden und ist plötzlich böse geworden. Jemand hat sie wohl nicht in Ruhe gelassen.
Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal die Wiederholung zum Selbstüben. Ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die beiden Verben stehen und stellen an und setzen sie ein. Zuerst die Sätze. Punkt, Punkt, Punkt. Du den Stuhl bitte in die Ecke. Punkt, Punkt, Punkt. Er hier nicht besser. Wen? Punkt, Punkt, Punkt. Er in diesem Film da. Er? Punkt, Punkt, Punkt. Einen Dieb da. Das neue Hemd, Punkt, 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 dir. Kannst du dir das vor, Punkt, 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 setzen wir ein. Stellst du den Stuhl bitte in die Ecke? Stellen. Steht er hier nicht besser? Stehen. Wen stellt er in diesem Film dar? Das Verb heißt darstellen. Er stellt einen Dieb dar. Darstellen. Das neue Hemd steht dir. Stehen plus Dativ. Kannst du dir das vorstellen? Sich etwas vorstellen. Und jetzt noch einmal. Stellst du den Stuhl bitte in die Ecke? Steht er hier nicht besser? Wen stellt er in diesem Film dar? Er stellt einen Dieb dar. Das neue Hemd steht dir. Kannst du dir das vorstellen? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt die Wiederholung zum Selbstüben.
Hallo, in diesem Video haben wir einige Ausdrücke, die etwas komplizierter sind. Wir bilden das Perfekt und setzen ein A haben oder B sind. Und los geht's. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Und noch einmal. Sie sind müde gewesen. Sie sind betrogen worden. Sie haben flüchten müssen. Sie sind beruhigt worden. Sie sind spazieren gegangen. Sie haben ihn in Ruhe gelassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Setzen Sie ein. Ich bin, ich gehe. Wo oder wohin? Er sitzt im Auto. Dativ. Sie steigt ins Auto. Akkusativ. Er ist im Büro, Dativ. Sie geht ins Büro, Akkusativ. Er ist auf dem Schreibtisch, Dativ. Sie setzt sich an den Schreibtisch, Akkusativ. Er sitzt auf der Bank, Dativ. Sie setzt sich auf die Bank, Akkusativ.
Er kocht am Herd, Dativ. Sie kommt in die Küche, Akkusativ. Er arbeitet im Laden, Dativ. Sie kommt in den Laden, Akkusativ. Er sitzt im Schlafzimmer, Dativ. Sie geht ins Schlafzimmer, Akkusativ. Er ist in der Garage, Dativ. Sie fährt in die Garage, Akkusativ. Er liest in der Hängematte, Dativ. Sie fällt von der Hängematte, Dativ. Er sitzt auf dem Bett, Dativ. Sie setzt sich auf das Bett, Akkusativ. Er liegt im Müll, Dativ. Sie wirft es in den Müll, Akkusativ. Er arbeitet im Freien, Dativ. Sie geht ins Freie, Akkusativ. Er sitzt an der Bar, Dativ. Sie geht an die Bar, Akkusativ. Er ist in der Bahn, Dativ. Sie steigt in die Bahn, Akkusativ. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao! Hallo, in diesem Video sehen wir uns die Verben in der Vergangenheit an, im Perfekt. Hier entscheiden wir, ob wir einsetzen A, haben oder B, sind. Haben verwenden wir bei der Nichtbewegung, sind bei der Bewegung. Die Verben sind zurückkommen, anhören, bleiben, entgegenkommen, liegen, anlügen. Setzen wir ein. Sie sind zurückgekommen. Sie haben es sich angehört. Sie sind geblieben. Sie sind mir entgegengekommen. Sie haben oder sind gelegen. Sie haben mich angelogen.
Und noch einmal. Sie sind zurückgekommen. Sie haben es sich angehört. Sie sind geblieben. Sie sind mir entgegengekommen. Sie haben oder sind gelegen. Sie haben mich angelogen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und geholfen. Wenn es so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Und jetzt noch einmal zum Selbstüben. Ciao!